Hey, schau mich nicht so an. Ist das meine Schuld, dass das Haus abbrennt? Ja, hallo, willkommen zurück. Ich bin Brakett, das ist Vampire The Masquerade Bloodlines und dieses Haus brennt ab. Das ist das Haus des verstorbenen Alistair Grout, dem Macavian, dem ältesten Macavian in der Stadt, dem Chef der Macavians in der Stadt. Wir wurden geschickt, um ihn zu besuchen. Wir haben ihn gefunden. Er wurde getötet. Und außerdem ist er ein Vampirjäger, ein katholischer Vampirjäger, Grünfeldbach. Der gehört zur Society of Leopold und die jagen Vampire. Was eine gute Sache ist eigentlich, vom Standpunkt der Menschen aus. Der... Ja, absolut. Das ist, ist nur ein Hamburger, der hier verbrannt ist. Ja, auf geht's zu LaCroix. Okay, LaCroix hat uns dahin geschickt. Wir sollten den finden. Wir haben einen Vampirjäger gefunden, der den Vampir anscheinend gar nicht umgebracht hat. Ah, und auch eine Sache. Nines war da. Nines. Wir sind Nines begegnet. Er hat das Haus verlassen, als wir reingegangen sind. Das haben wir jetzt alles unserem Prinz mitzuteilen, während der bedrohliche Sheriff... Hallo? Umarmung? Hä? Oh, ist der groß. Ich kann hochhüpfen. Hallo, Prinz. The Primogens still haven't been contacted by Grout. I thought I made it clear that you were not supposed to come back until we had heard from him. Ah, sorry, Grout ist tot. Grout's dead. What? Der wird sich nicht mehr melden. Wobei, es gibt Geister. Warum sollte er sich nicht melden? Okay, okay. Ach so, ja, Bach. Bach hasst. Hasst LaCroix. Ich habe nachgeguckt. Das liegt anscheinend daran, dass er, dass LaCroix seinen Vater umgebracht hat und potenziell noch andere Verwandte. Die haben eine kleine Fehde am Laufen, LaCroix und Bach. Bach. Every time I think he's lost the scent. So, Bach killed Grout to draw me out. Eigentlich nicht. Er schien ziemlich überrascht zu sein, als ich gesagt habe, er wäre tot. Bach is a hunter. They stalk and kill our kind to appease their god. But like many mortals, their so-called faith is nothing but a conduit through which they quench their killing urge. Who else would have killed Grout? Die zwei ist gut. If you'd let me finish. Das ist so ein Satz, den der Prinz normalerweise sagen würde. Da kriege ich, glaube ich, einen für, auf den Deckel. Es gibt auch keinen Weg darum rumzukommen. Ich muss Nines verpfeifen. Ich habe ihn ja auch gesehen. Look at me. Are you sure it was Nines Rodriguez? Because if it was, the consequences. Do you know where this might lead? Do you really have any idea? Nein, ich habe absolut überhaupt gar keine Idee. Captain Dramatik. Ja. Willst du, dass ich ihn finde und töte? Ja, das ist eine sehr schöne, schöne Aufgabe, ja. Die will ich nicht, da streite ich mich nicht drum. It means, under most circumstances, I would call a blood hunt on the murderer immediately. However, the anarchs of this city may interpret such an action to be a declaration of war. I do not want a war with them. This decision will take some time. I need to confer with the Primogen on this. In the meantime, I've come to a decision on the Ankaran sarcophagus, and I believe that for the safety of the inhabitants of this city, we need to place the sarcophagus under Camarilla protection until its contents can be confirmed. You're becoming quite indispensable to me. So, out of all my available personnel, I'm going to entrust the retrieval of the sarcophagus to you. It was quietly delivered to the Museum of Natural History a few hours ago. Okay, okay, das ist interessant. Also wir sollen die Leute beschützen und ihn... Ja, wir sollen den Sarkophag im Prinzip stehlen. Sag's doch einfach, wie es ist. Du hättest ihn gerne. Ich will sowieso zum Museum gehen. Ich meine, da gibt's Dinosaurier und all diese spannenden Sachen. Also warum nicht? The manifest from the Dane shows there was a small box from the same dig on board, but it was listed as missing. Keep an eye open for it. It may have been overlooked. It's crucial we get the sarcophagus in our possession within the next few hours. Ah, okay, okay. Ich brauche Geld. Ich brauche Geld. Yeah, I'm feeling charitable. Ja, willst du, dass ich den Auftrag mache oder nicht?
Geil, jetzt könnte ich sagen, dass ich gehe. Ich bin fertig mit dir, Prinz. Naja, eher mal nett. Here are the keys to the front door of the museum. The sarcophagus should be in an examination room of some sort. There's a small security staff on site, but I don't want a massacre. Mortals are just as easy to deceive as they are to kill. Tja, für dich vielleicht, für mich eine ganz andere Sache. Ich habe ungefähr das Fingerspitzengefühl eines, ja, eines Boxers, der Boxhandschuhe anhat. Was? Ich will den Schlüssel nehmen. Natürlich will ich den Schlüssel nehmen. Aber alle Antworten sind, nee, nee, ich will den Schlüssel nicht. One or two, but that's all. Oh, ah, genau. Woher kennt Bach My dich? history with that family dates back to Bach's grandfather, who pursued me into Africa, where I killed him. Bach's father tracked me to London to meet his death. And now Bach and the Society of Leopold have followed me across America. They never learn. Ah, Großvater und Vater. Society of Leopold. Genau, da wollte ich mehr von wissen. Das ist so eine menschliche Vampirjägerorganisation, mit der wir noch uns beschäftigen müssen. Witch hunters, an anachronistic holdover from the Middle Ages. They are inquisitors whose fanaticism has convinced them that their triumph over the supernatural will save mankind and secure them a cushy spot in heaven. Außerdem jagen sie Monster, wie wir es sind. Was sehr gut ist, ja. Ich meine, Inquisition macht total Sinn, wenn es Monster gibt. Nochmal über den Blut, über diese Blutjagd. A blood hunt is a death sentence. When one commits a high crime against our society, a blood hunt may be called. It is then the responsibility of the city's kindred to bring the offender final death. Also so eine Art alle gegen einen dann. There is a degree of immediacy attached to this task. Work fast. And, as on the Dane, you are not to open the Ankaran sarcophagus for any reason. Excuse me. Okay. Tschüss, Großer. Ja, dann gehen wir mal ins Museum. Da gab es ja noch was wegen der Pisha. Die hat uns ja einen kleinen Auftrag noch gegeben. Wir sollen aus einem Museum in der Stadt ihr etwas mitbringen. Gucken wir direkt mal, was ich da noch habe. Also was sie wollte. Wo haben wir es denn? Zwei okkulte Eid. Ein Fetisch. Okay, ein Fetisch. Also irgend so ein ekliges Teil mit Knochen und. Aber erstmal will ich doch nochmal in mein Apartment schauen. Mein Apartment ist ja hier in der Richtung. Vierter Stock, wenn ich mich recht entsinne. Denn ich will sehen, ob Heather sich umgezogen hat. Das ist eine der, ja, ich weiß, spielentscheidenden Sachen, die ich hier mache. Aber ich will. Also mache ich. Dark and Gothic hatte ich angekreuzt. Vielleicht kriege ich auch neue E-Mails. Ja, E-Mails sind immer spannend. Jetzt wird er wahrscheinlich wieder die Tür direkt vor der Nase zuschlagen. Hier, der Aufzug, ja. Wie ich das gewohnt bin. Aufzüge hassen mich. In dem Aufzug kann man auch nicht richtig hüpfen, während er fährt. Genau. Da wird man nämlich irgendwie mit mehr Gewalt nach unten gedrückt. Was? Ich weiß nicht, wie viel Sinn das macht. So schnell fährt er ja nicht. Naja. Komm, schneller. Ich will nicht stecken bleiben noch im Aufzug hier. Wo haben wir denn Heather? Heather? Hey, Heather. Die hat das Radio hier wieder angemacht. Böse. Böse Hulin. Ich wollte doch extra kein Radio hören. Ah, das ist also Dark and Gothic. Hallo, Dark and Gothic Heather. Hübscher Joker. Gucken wir mal von unten. Ja, ich glaube, die Schuhe sind noch die gleichen, ne? Also machen wir mal aus. Ich brauche alle meine Konzentration. I thought maybe something happened to you. I shouldn't even think such a thing. I mean, if you disappeared, how could I go on? But you're here now. I'm so glad when you're near me. Oh, ah, jetzt kann ich ihr also Blut geben. Ah, tatsächlich. Endlich. Hier, trink. Blood? What do you mean?
Blood. Ich meine Blut. Blut. B-L-U-T. B-L-O-D-D. Nee, andersrum. Blood. So. I didn't mean anything by it. Please, give me your blood. Auf geht's. Keine Animation. Feeling. It's love. Oh, all I can feel is love for you. No. Genau, unterhalt mich. I almost forgot. I got a college loan check today. Here, I want you to take some of the money. Ich bin so böse. Es tut mir in der Seele weh. Oh Gott, das ist, glaube ich, das Böseste, was ich je in dem Videospiel gemacht habe. Dein BAföG im Prinzip. Danke. Okay, ich gehe mal die 1 entlang. I'd rather you kept it. I think I'm gonna drop out of school. You know, so I can watch over you during the day or run errands for you. It's the least I can do to earn my keep. Aww. Okay, okay, okay. I'll try to get more, you know, when I can. Ist okay, ist okay. Ich komm später wieder, Heather. Ist alles im grünen Bereich, hey. Du bist mir zu langsam. Ob ich hier nochmal... Nö, sie sieht gut aus. So bleibt sie jetzt erstmal. Kein Umziehen mehr. Also das ist, glaube ich, somit das Böseste, was ist quasi, ich halte mir eine Drogenabhängige in meinem Apartment. Und, naja. Böse. Böser Bracket. Ja. Was soll's. Man lebt nur einmal. Hahaha. Und in der nächsten Folge gehen wir dann ins Museum und gucken uns die Dinosaurier an. Bis dahin, macht's gut.